Nochmal herzlich willkommen zu Life is Strange, Beyond the Storm. Nachdem ich jetzt Life is Strange durchgespielt habe, wollte ich diesen Teil nicht unter den Tisch fallen lassen und ihn auch gleich nochmal anfangen. Ich habe ihn selber noch nie gespielt. Und es ist immer noch, Steam hat heute irgendwie Probleme, bin ich fast der Meinung. Na. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben das Steam-Problem gelöst. So, Episode 1. Los geht's. Na komm, ach da. Na, mal gucken, was uns bei diesem Life is Strange erwartet. Das ist das Einzige, was ich bisher... Nee, dieses Bonusspiel mit dem Captain Dingsbums, den habe ich auch nicht komplett... Habe ich auch noch nie was von gesehen. Und den Teil hier habe ich auch irgendwie nicht so verfolgt. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Ja doch, ein bisschen was habe ich davon schon gesehen. Jetzt erinnere ich mich, aber nicht viel. Kill me if she knew I was out. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zum Lüften auf. So, nun kann's losgehen. No trespassing. Okay. No way. Die Steuerung ist ein klein wenig abgeändert zu dem ersten Teil. Holy shit. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Ich muss sagen, die neue Steuerung ist sogar ein bisschen besser, weil es bei dieser ganzen weil man hier sich nicht so verklicken kann wie im ersten Teil. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Cool. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. I guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Ja, natürlich würde ich jemand sehen. Those guys need to get a room. Not. Damn. Mind your own business. Wir wollen das auch gar nicht einmischen. I understand, really. And it won't ever happen again, I swear. You can
If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Das ist noch gleich geblieben. Hier können wir lesen. Okay, gut. Ich glaube, mehr können wir jetzt hier auch nicht wirklich machen. Wir gehen mal zum Türsteher. I've got to figure out how to get past this guy. Das sollten wir hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Zack. Help you, miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. Ja, natürlich. Das würde man auch sagen, wenn der Ausweis echt ist. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back to an old lumber car? Guess it's been years since anyone's actually worked here. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt reinkommen. Können wir mit den beiden noch irgendwas machen? Mit denen kann man nichts machen. Hier kann man auch nichts machen. Es muss ja irgendwie einen Weg nach drin geben, nicht wahr? Hier ist schon mal eine Tür. A second door inside. So close and yet so far. This band shreds so hard. I gotta get in there. Die Tür wird uns wohl nicht weiterhelfen. Oh, ein Hundezwinger. This place has collected a lot of junk over the years. Das ist kein Zwinger, das ist eine Hundetransportbox. So, was gibt's hier noch? Gehen wir mal hier hinten rum. Guck mal. Ah, perfect place for me to work. Now, what to draw? Definitely, absolutely not a meth lab. Oh, wir können als Tagebuch hier auch reingucken. Hier haben wir dann auch wieder... Ach, Mr. Wells, an den erinnern wir uns auch noch. Da ist Maxine. Stimmt. Ach, er war ja schon tot zu dem Zeitpunkt. Ja, das können wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Wie beim ersten Teil ist das viel, viel, viel zu viel. Müssen wir uns irgendeinen Weg nach drin suchen. Hier stehen überall Autos im Weg. Kommen wir nicht durch. Alles zugeparkt hier. Meine Güte. Können die nicht mal besser parken? Ist das da eine Leiter an der Seite? Moment. Kommen wir aber nicht ran. Walking, kid. Mensch. Idiot. Wir müssen doch irgendwie hier reinkommen. Because trust with me. She's probably avoiding getting on that guy's shit list. Oder gerade deswegen, dass der Typ vielleicht einschreitet. Hier ist natürlich auch nichts weiter. Hier können wir aber auch nichts machen. Ich habe hier nichts, wo ich irgendwas machen kann. Da wir natürlich keine Superkräfte wie Max haben und Sachen zurückspulen können, ist das auch alles gar nicht so einfach. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Hiermit kann man nichts anfangen. Ich hätte gedacht, man könnte hiermit vielleicht irgendwas machen. Nothing says badass like a nice floral print. Ah.
Again? What do you want, kid? Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Okay, mal schauen. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Okay, das könnte schwierig werden. Mal gucken, was wir hier antworten müssen. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. A panzer tank? Okay, kid. I get it. You're tough. Spielplatz. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. A girl like you, with pretty, pretty flowers on her bicycle, shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan... Look, my boss decides who gets in, all right? Bosses suck. Screw the man and fuck the rules, dude. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on. Sehr schön. Sag ich doch. This is intense. Oh, da ist der Hund. Komm! Cute dog. Cooler Laden. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. That dog is fierce. What's her name? Delia. Ja, auch der süßeste Hund. Like people. Yeah. Me neither. Die ist so cool. Gott, ist das so cool. Sober up, girl. You're missing the show. No. Look, we have to set up. Damon Merrick again? Who is this guy? Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ach, guck mal, Frank. Frank Bowers? What is he doing here? Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup, studs. You're trying too hard.
What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Erstmal ein bisschen bequemer hinlegen, hinsetzen. So. Kommst du oft her? So, you come here a lot, or? Yeah. Right. Nette Konversation. It's cool. I'm really glad you approve. Auch nicht schon wieder. Irgendwie hat Steam heute echt Probleme. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind, then. Suit yourself. Oh, Frank sind wir durch. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Reminds me of the way I make important life choices. Sketch Central. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Kann ich gar nicht verstehen. Da ist die Party, wir sind hier aber noch nicht durch. Hatte es, wenn Steam Probleme hat? Moment, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Wieso ist die Verbindung zu Steam schon wieder unterbrochen? Hier ist doch alles gut. Verstehe ich gerade nicht. Das ist alles gut. Wieso ist die Steam-Verbindung unterbrochen? Egal. That's exactly what we need, thank you. Yeah, I mean, they're gonna sell out. This place is bombed. Okay, is that good. Guy selling merch? Right, well, that would help. I wish I had some cash. Oh, thanks, I'm fine. Hey, are you selling 20 any... 20 bucks. What? 20 bucks for a t-shirt. That's really expensive. Dick. Up exactly as I explained to him. All right, it's not going to take any more than an hour to do it. I can't hear you. Can you talk louder, please? That shirt is rad. No. No, 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 no. Hey, I told you 20 bucks. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Irgendwie an das T-Shirt kommen, glaube ich. Alright, it's not gonna take any more than an hour to do it. I can't hear you. Can you talk louder, please? Okay, good. That's exactly what we need. I will look, yeah. Yeah, it is one of the best games. 300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool. Sweet dreams, hombre. Graffiti everywhere. I think they missed us. Yeah, das. What are you looking at? There are a lot of people here. Here we go. Fuck. Oh. Hey.
You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Fuck off, man. Hey, you don't know who I am, do you? No. And I give zero shits. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. T-Shirt bräuchten wir noch irgendwie. Kommen wir da irgendwie ran? You don't have 20 bucks, beat it. Still a dick. She returns. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Yeah, I know him. He works for Damon. Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Where do those stairs go? Up. Real helpful, Frank. Sehr interessante Antwort. Will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Gibt uns eh nicht. Also, whatever. Bleibt wohl nur der Weg nach oben. Rachel Amber, krass. Come on. Hurry up. Ah, Frank. Frank ist doch kein schlechter Kerl, das wissen wir ja schon. Come on, man. Walk away.